Finn, bitte hör auf zu weinen. Das gibt's doch gar nicht. Was soll ich denn noch machen, hm? Oh, gut, dass du da bist. Was ist denn los bei euch? Gott sei Dank, ich weiß nicht. Er weint die ganze Zeit in einer Tour. Hey. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Komm mal her. Geh mal zu Mama, komm. Ist was passiert? Ist was vorgefallen? Nein, überhaupt nicht. Alles wie immer. Ich habe den Kopf voller Arbeit und er schreit die ganze Zeit. Jetzt ist es ja gut. Ich kann das nicht mehr. Alles geil, geil, geil. Klinik am Südring, die Familienhelfer. Hi, komm rein. Hi. Hallo, na, wie geht's? Hallo, lange nicht gesehen. Ja, stimmt. Aber ihr hattet noch mal angerufen? Ja, wir hatten noch mal angerufen. Das ist alles ein bisschen stressig im Moment. Also der weint die ganze Zeit und ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht weiter. Aber er weint nur bei mir. Als ich zu der Familie kam, war mein erster Eindruck, dass es sehr aufgeräumt war, sehr organisiert schien. Natürlich war die Sorge spürbar von allen beiden, dass es dem Kind nicht gut ging. Und sie wussten einfach nicht weiter. Wir mussten jetzt mal schauen, was da der Grund sein konnte. Ihr habt ein kleines Problem. Ein größeres, ja. Ein größeres Problem. Ja, wie ist denn so eure Situation im Moment? Also, als ich das letzte Mal da war, hattest du Elternzeit und du warst arbeiten? Ja, ich war Vollzeit. Du warst Vollzeit arbeiten, außer Haus? Genau, aber jetzt ist das anders. Genau, ich arbeite seit 2 Monaten wieder halbtags. Und ja, der Torben passt auf den Flynn auf. Und das hat anfangs gut funktioniert, aber mittlerweile weint er nur noch, sobald er da ist, obwohl er sich alle Mühe gibt. Er macht alles genau wie vorher und auch wie ich. Aber sobald er bei ihm alleine ist, schreit er wie am Spieß und lässt sich auch nicht von ihm beruhigen. Aber ich weiß nicht, wieso. Gab es denn eine besondere Situation in der letzten Zeit? Ja, es war da, wir hatten einen Krankenhausaufenthalt. Genau, das hast du am Telefon schon kurz gesagt. Genau, das wir waren im Krankenhaus. Das am Auge war, aber ja, es hat gar nichts mehr zu sehen. Ja, er hatte Bakterien im Auge und deswegen war er halt im Krankenhaus. Wie lange? Ich muss mal kurz, ich habe gerade eine E-Mail bekommen. Ja, klar. Ja? Eine Woche lang und ich war halt die ganze Zeit bei ihm. Und der Vater? Er war zwischendurch einmal da, weil er so viel arbeiten musste. Er musste so viel aufholen. Er musste so viel aufholen und ich dachte mir, vielleicht fremdelt er jetzt, weil er ihn so lange nicht gesehen hat. Möchtest du mal zu mir kommen? Ja. Komm mal hier, mein Schatz. Können wir gleich den Test machen, ob er bei jemandem anderen fremdelt? Ja, aber das sieht gut aus, stimmt's? Wir müssen jetzt mal auf Spurensuche gehen, um weitere Hinweise zu finden, weil Flynns Verhalten ist recht unerklärlich. Ja, ich schließe eigentlich aus, dass es sich um Fremdeln handelt, weil er nur auf eine Person, nämlich seinen Vater, anspricht. Ich habe ihn selbst auch genommen, da war kein Fremdeln zu spüren. Ich denke, das ist es nicht. Okay, also er fremdelt nicht bei allen, ne? Sonst hätte er jetzt bei mir angefangen zu weinen. Das war schon mal die erste Situation. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht hätte ich auch besser aufpassen sollen, dass er nicht die Infektion bekommt. Ja, da oder kannst so. Du ja nichts für. Da kannst du nichts. Ist sonst irgendwas Besonderes passiert? Ein Unfall oder eine Sache, die ihn erschreckt hat, irgendwas? Da gab es einmal so einen Vorfall. Ich kam von der Arbeit und habe ihn gerade so aufgefangen, als er vom Sofa gerollt ist. Und er saß in der Zeit am Laptop, aber es ist nichts passiert. Also ich habe ihn zwar gefangen, aber vielleicht hat ihn das so erschrocken, dass er davon jetzt ein Trauma hat. Ich weiß es nicht. Das tut mir auch so leid, aber ich war so beschäftigt. Aber das kann jedem passieren. Das muss ich glaube nicht. Es gibt teilweise Traumata bei den Kindern, die aus unterschiedlichen Situationen ausgelöst werden können. Na, das kann psychisch sein, das kann aber auch eine bestimmte Situation sein. Und Torben macht sich ja immer noch Vorwürfe zu der Situation, wo das Kind fast von der Couch gefallen wäre. Ich denke, das war hier kein Trauma, das ausgelöst wurde. Aber ja, er versucht auch Gründe dafür zu finden, ne, dass Flynn so reagiert. Vielleicht gucken wir mal im Haus, in den Räumlichkeiten, wie sein Zimmer so aussieht, zeigt mir doch mal alles. Vielleicht können wir da irgendwas finden. Ich zeig dir. Ja, ich passe auf. So genau. Ich gebe ihn dir mal rüber. Der 30-jährigen Nadja bleibt nicht viel Zeit, um ihrer Hebamme Flynns Kinderzimmer zu zeigen.
Denn kaum sind Vater und Sohn auf sich allein gestellt, ist das Geschrei mal wieder groß. Da warst du ja nur ganz kurz weg. Was ist los? Ich weiß auch nicht. Er hat einfach wieder angefangen und ich kann ihn nicht beruhigen. Dann geh du mal aufs Sofa, ich kümmere mich. Nee. Also das kann ja nicht sein, das kann ja nicht die Lösung sein. Wir müssen doch irgendwie das hinbekommen. Was soll ich denn machen, wenn du nicht da bist? Das kann ja so nicht weitergehen. Er muss ja jetzt auch nicht weinen. Anscheinend bringst du ihn jetzt gerade irgendwie außer Fassung. Ich weiß es auch nicht. Das war nicht die Lösung. Das war ja nur ganz kurz. Aber na, er muss sich ja tagsüber auch um ihn kümmern, wenn du nicht da bist. Ja. Ja. Ich glaube, da kann er sich auch nicht zurückziehen, ja, und sagen, jetzt nicht. Naja, ich glaube, er ist müde. Jetzt vielleicht liegt es auch daran, dass er jetzt einfach aufgebracht ist. Aber was kann man denn da machen? Natürlich ist es wichtig, dass wir den Grund für Flints Fremdeln oder Abneigung, würde ich mal sagen, gegen den Vater finden. Die Eltern dürfen jetzt nicht den Kopf verlieren. Die müssen zusammenarbeiten, an einem Strang ziehen. Und wenn wir die Lösung gefunden haben, denke ich, kriegen wir das Ganze wieder in den Griff. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich mache und tue den ganzen Tag und sobald er bei mir auf dem Arm sitzt, Ich verstehe dich. Es ist unglaublich. Als würde er mich abgrundtief hassen. Ja, na, das ist es definitiv nicht. Wir müssen jetzt einfach rausfinden, woran es liegt. War das denn schon immer so, dass er dich so abgelehnt hat? Nein, also das ist erst als du arbeiten gegangen bist und deine Frau zu Hause war. Nein, wie war das dann, als du von Arbeit gekommen bist? Ja, das war alles in Ordnung. Das ist eigentlich erst seit einigen Wochen so. Torben erschien schon sehr hektisch, als ich hier ankam. Er sprang zwischen Flynn und seiner Arbeit hin und her, versuchte beides gut zu machen, war im Prinzip doppelt belastet. Arbeit, Kindererziehung, Essen kochen und das Kind reagiert ablehnend auf ihn, wo er doch alles für Flynn macht. Ja, das war sehr frustrierend für ihn. Wollen wir denn vielleicht mal aufschreiben, was jeder so zu tun hat, dass wir einfach mal eine Struktur kriegen, ihr so macht? Machen wir sofort. Ich bekomme gerade einen Anruf. Ich muss noch mal ganz kurz dran gehen. Ich bin sofort da. Ja? Schwierige Situation. Ja. Die Hebamme hat den Verdacht, dass sich Papa Torben mit Job und Kinderbetreuung zu viel auf einmal zumutet. Um herauszufinden, ob der 30-Jährige wirklich überfordert ist, lässt Pauline Jassmann die jungen Eltern ihren jeweiligen Tagesablauf skizzieren. Also du hast effektiv so von 14 Uhr bis, sagen wir mal, 18 Uhr Zeit zu arbeiten. Ja, meistens. In Ruhe zu arbeiten. Genau. Ja, so. Reicht dir das? Ja, also. Beschwert hast du dich noch nicht? Nee, also ich versuche das ja alles so hinzukriegen, ne? Das merke ich. Na? Irgendwie schaffe ich das auch nicht. Aber du machst das doch super. Guck mal, bisher hat es doch funktioniert. Aber warum weint er denn die ganze Zeit? Ich kann mir das einfach nicht erklären. Guck mal, wenn wir uns das anschauen, das ist natürlich schon ganz schön oft, ne? Flynn, kochen mit Flynn, Mittagsschlaf. Aber er braucht mich ja auch. Ich kann ihn ja nicht einfach irgendwo sitzen lassen. Nee, natürlich nicht. Auch wenn er die ganze Zeit weint. Die Aktion mit dem Aufschreiben habe ich gemacht, um einfach mal schwarz auf weiß zu sehen, was denn jeder tut. Und daraufhin hat sich ja dann auch erst herauskristallisiert, dass Torben viel mehr macht als Nadja und das aber gar nicht vorher so gesehen hat. Ich denke, du machst einfach zu viel. Kann das sein? Ja. Das ist schwer, sich einzugestehen, aber... Du wirkst völlig fertig, völlig überlastet durch die ganzen Aufgaben, die du hier übernommen hast. Ja, das stimmt schon. Ich mache halt nichts richtig. Du bist hektisch in dem Moment. Na, das überträgt sich natürlich auf das Kind. Die haben ganz feine Antennen, die Kinder. Ja, wenn die das merken, dass die Eltern hektisch sind, werden sie auch hektisch. Na, Mama kommt nach Hause... entspannt, ne? Nimmt das Kind. Du bist immer so in einer Hab-Acht-Stellung. Ne? Vielleicht kommt gleich eine Mail, vielleicht kommt gleich dies. Ne? Das merkt er. Der hat ganz feine Antennen und nimmt das alles auf. Das hätte ich nie gedacht. Ich auch nicht. Ne? Es gibt Kinder, die stört das nicht so sehr, aber es gibt sensible Kinder, die das alles widerspiegeln.
ja, was du ihm gegenüber bringst, ne, bringt er zurück. Und ich denke, das könnte das Rätsels Lösung sein. So wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Wir müssen Entlastung für Torben schaffen, dass sie einzelne Ruhephasen bekommen. Ich habe ihnen auch Entspannungsübungen empfohlen. Da schicke ich noch mal was. Die werden wir nächste Woche noch mal mit beiden üben, dass sie das dann gut können. Aber natürlich auch mal zusammen essen gehen. Ja, Zeiten, die sie als Paar zusammen verbringen. Aber auch mal einzelne Zeiten, ja, wo jeder was für sich machen kann. Und dann denke ich, wenn sie das alles beherzigen, die Zeiten ein bisschen korrigieren vom Arbeiten, dann kriegen wir das alles in den Griff. Seit Papa Torben dank der Tipps der Familienhelferin wieder mehr Zeit für sich selbst hat und dadurch weniger gestresst ist, hat sich das Verhältnis von Vater und Sohn merklich verbessert. Im Hause Jung ist Ruhe eingekehrt und der kleine Flynn entwickelt sich prächtig.